Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Life is Feudel. Mit dabei der liebe Anfo. Hallöle. Und der liebe Markus. Hallo miteinander. Ja, und wir haben ein bisschen gearbeitet in der Zwischenzeit. Zum einen haben wir erstmal schönes Wetter. Es regnet nicht mehr. Das finde ich schon einmal absolut überragend. Denn da sieht man die Landschaft nochmal ein bisschen schöner und was das Spiel eigentlich grafisch dann auch hergibt. Zum anderen haben wir, wie ich es gerade schon kurz erwähnt habe, ein bisschen gearbeitet im Off. Sonst würde das zu langwierig werden. Ihr habt es hier schon kurz gesehen. Wir haben zum einen eine Mine hier gemacht. Das heißt, hüpfe einmal rein da. Wir können hier mittlerweile Eisenerz abbauen. Das heißt, Bergbau haben wir geskillt. Also das, was wir eigentlich schon ein bisschen angesprochen hatten, haben wir dann tatsächlich gemacht. Ich versuche hier aus der Mine wieder rauszukommen. Jetzt. Wir haben ein bisschen geskillt in alle möglichen Richtungen, damit das einfach auch ein bisschen schneller vonstatten geht. Denn wenn wir das in der Aufnahme machen, wird es doch recht langwierig. So, das heißt, mittlerweile bekommen wir, ich gehe mal ins Inventar. Das ist also kein Gehirn, was ihr hier seht, das ist Eisenerz. Hat zwar ein bisschen Ähnlichkeit, aber das war es dann auch schon. Und Formsteine habe ich dabei, denn die braucht der gute Kevin. Und warum er die braucht, das erklärt euch am besten mal selbst. Wir wollen eine Schmiede herstellen. Leute. Beziehungsweise einen großen Kessel. Die Schmiede, um endlich mal Nägel herzustellen. Beziehungsweise den Kessel, da hoffe ich mir noch draus, dass ich endlich Knochenkleber herstellen kann. Um Knochenkleber. Gehege zu bauen. Endlich eine Schubkarre für die Jungs. Oh ja. Oder an von der Schubkarre, das ist ja mal zwingend nötig. Das wäre was Feines, ja. Ja, denke ich mir auch. Wir hoffen. So, ich mache mich jetzt mal auf den Weg oder bin schon auf dem Weg wieder nach vorne und bring dir die restlichen Formsteine, die du noch brauchst. Ja. Ich stelle in der Zeit mal den Amboss her. Genau, also wer sehen will, wie ich hier schön am Strand entlang laufe, der bleibt natürlich hier. Wer sehen will, wie ein Amboss hergestellt wird, der muss jetzt mal kurz zu Kevin rüber. Boah, Hüttungswerk. Bitte? Ah, ich habe das gerade eine Meldung gekriegt, dass mir irgendwas fehlt, aber ich hoffe, dass es jetzt geht. So, da vorne ist auch schon unsere nette Hütte. Und den leichten Schatten, den ihr hier seht, oder Ja. Schattenähnliches am Strand entlang, das zeige ich euch gleich, was wir hier noch gemacht haben. Denn wir haben ein bisschen unsere handwerklichen Fähigkeiten, haben wir ja schon gesagt, nach oben geskillt. Da haben wir auch ein bisschen an unsere, ja, man kann schon sagen, Infrastruktur. Fällt ein bisschen unter Infrastruktur. Da haben wir ein bisschen dran gearbeitet. Ich würde sagen, du darfst dann die Schmiede herstellen, lieber Schnitzel. Ich Ich weiß gar nicht, mach. ob ich das überhaupt schon kann vom Skill her. So, jetzt bin ich hier und ihr seht's, wir haben hier einen Weg gepflastert. Und hier ist wunderbar unser Eisenerz am Schmelzen. So, wo brauchst du denn die Formsteine? Soll ich sie dir Hier handeln? hinten drinnen. Da möchtest du sie gleich reinhaben. Gut, einreißen. Nee, zimmern. Hä? Ja, zimmern. Zimmern, zimmern. Zack. So, du benötigst hier. Raum 14. Brauche ich auch nicht mehr. Jetzt kriegst du einfach unten auf Bauen. Ja, dann bauen wir halt mal, ne? Schön, aber dass wir drüber gesprochen haben und ich nochmal fünf Formsteine mitgebracht habe. Ja, zu Ich wusste es langsam. nicht mehr richtig. So, ich stelle mal den großen Kessel her. Haben wir ja schon alles schön vorbereitet. Du kannst das hier nicht platzieren, du benötigst einen anderen Gegenstand. Dieses Gebiet ist blockiert. Was? Was? Ja, keine Ahnung. Geh mal ein bisschen weg von der Baustelle. Ein Ja. bisschen mehr Abstand, nicht so nah ran. Also, so dass du noch drauf zugreifen kannst und noch damit interagieren kannst. Ja. Oh, hier blubbert es überall. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Ah. Siehe da. Ein Amboss ist da. Okay, mit dem Kessel muss ich mich dann, glaube ich, noch mal im Off ein bisschen beschäftigen. So, das heißt, wir haben hier nochmal was dazu gewonnen. Und wer sich fragt, was der gute Anforder macht, das weiß ich gerade selbst nicht. Er hat sich zu diesen beiden Tierkadavern begeben, denn das sind die beiden Nervensägen,
die Kevin heute erlegt hat, im Off. Verstehe dein Problem überhaupt nicht. Ich will deiner Familie einfach mal noch ein bisschen näher kommen. Mein lieber Anfo, so nicht. Da gehen wir gleich mal in Kampfmodus. Oh ja, warte, das wollte ich schon lange mal machen. Warte, ich muss jetzt mal aufstehen. Welche Taste ist das? R. Warte. Ah, okay. Warte mal. Let's fight. Kann ich keine meiner tollen Werkzeuge benutzen? Nee, das sind ja Werkzeuge. So. Ja, aber mit der Axt kann ich trotzdem töten. Da brauchen wir das Feuer ja jetzt nicht mehr, Kevin, oder? Nee. Ja, es ist nämlich sowieso brutal laut, finde ich. Ja, ja, die Sounds sind echt krass laut. Ja, ich werde mal in die Audio reingehen, wir werden mal ein bisschen runter. Ich kann das nicht abreißen, oder? So, ich denke, es ist jetzt ein bisschen besser. Ich werde mich jetzt aber auch irgendwie hinsetzen. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund, ach, nicht F8, sondern Taste 8. Ganz einfacher Hintergrund, um Stamina insgesamt ein bisschen aufzuladen. Was möchtest du mit mir handeln? Was gleich sehen. Was ist denn das? Was zu essen. Cool. Ich hab gekocht. Ach man, ich kann dir die Steine nicht geben. Wunderschön. Nee, jetzt hab ich's wieder. Warum? Keine Ahnung. Mama. Bitteschön. Sehr schön. Ne? Wo ist denn das? Ach, da oben. Hier. Also das mit dem ganzen Inventarsystem, ja. Ist immer noch gewöhnungsbedürftig, zumal es ja nicht nach Slots geht, sondern nach Gewicht. Und dann einfach wie so ein Rucksack, ja. Essen ran, sonst laden in Flammen. Hast du? Mhm. By the way, essen kann man auch nicht, zum Beispiel wenn man sitzt. Habe ich vorhin schon gemerkt. Habe ich vorhin schon probiert, ja. Ja. Aber meine Stamina ist jetzt zumindest auf 73 schon mal hoch. Ja, meine ist wieder bei 104. 105 jetzt, also das heißt, ich stehe jetzt wieder auf. 118? Dann werde ich jetzt erstmal nett was essen. Bring dir mal ein bisschen Brennstoff, Kevin. Ja, will ich brauchen. So, also man hat es jetzt gerade gesehen, ich war gerade auf unter 20, glaube ich, war es gewesen, vom Essen her, ich weiß gar nicht genau. Bin jetzt auf 97, also das bringt dann schon wirklich was, wenn man dann so gutes Essen hat. Ich habe auch noch keine Ahnung, wofür wir die Kohle brauchen. Ja, was haben wir jetzt als nächstes eigentlich vor? Als Na, jetzt können wir lange anfangen. Also erstmal würde ich uns noch zwei Hütten bauen als nächstes. Gut, dann brauchen wir sowieso Holz. Dann mache ich mich mal mit hier hin. Naja, planieren dauert am längsten. Das Holz ist schnell ran geschafft dann. Na, ich denke, das Planieren werden wir dann wieder im Off machen. Könnte ich mir vorstellen. Das Holz, was ich jetzt ran schleppe, ist eigentlich erstmal als Brennstoff gedacht für unsere ganzen. Könntest du dann erstmal sägen, Anfo? Ich kann nicht drauf zugreifen. Was willst du haben? Dümpfer. Holzscheiter. Holzscheiter. Hm. Und die dann gleich mal ins Feuer packen? Jawohl. Achso, warte, muss Säge ausrüsten. So. Ah, jetzt wird's etwas ruhiger da unten. Aber so langsam nimmt unser Lager etwas Gestalt an. Es sieht halt echt hässlich aus, dadurch, dass es alles einfach bloß hingeknallt ist, aber... Mhm. Ja gut, aber das wird sich ändern mit der Zeit. Also sobald wir die Möglichkeiten haben, oder uns die Grundmöglichkeiten geschaffen haben, dann werden wir da auch dementsprechend ein bisschen Ordnung reinbringen. Ja. Soll ich dir auch gleich ein paar Stümpfe aussägen? Ja. Gut, dann werden wir das mal so machen. Also quasi Holzscheit absägen, richtig? Ja. Genau. Meine Säge ist verbraucht. Da seht ihr mal meinen Charakter jetzt. Ah, jetzt seht ihr, ne? Verdammt.
Ja, wenn er fertig ist mit Sägen, dann zeige ich euch mal meinen Charakter. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Was? Ja, ich guck gerade mal, wie groß ein kleines Holzhaus ist. Kriegt die Stimme ja gar nicht rein, Kevin. Ja, da passt immer bloß ein bestimmtes Gewicht drin. Ah, ich sehe schon. 5x5 der Fläche. Also da müssten wir ein bisschen planieren, ne? 8 Stück. Ja. Mehr kriege ich nicht drin. Muss mir jetzt erstmal eine neue Suche. Das wäre vielleicht aber auch doppelt so groß wie das, was wir jetzt haben. Das wäre dann aber vielleicht auch eine Überlegung, dann mal zu sagen, im Off lasst uns mal ein paar Stunden im Off einfach planieren. Ja. Ich denke, das wäre auch im Interesse vom Zuschauer. Wenn wir da anstelle, dass wir das hier die ganze Zeit in der Aufnahme macht. Was doch recht langweilig ist. Also nicht nur für den Zuschauer, sondern ich denke für uns einfach dann auch schon irgendwo. Und da ist dann schon von Vorteil, wenn wir das im Off machen. So, wo möchtest du das Holz hinhaben? In welche? Jetzt ist gerade voll, also ich habe jetzt gerade 8 Stümpfe drin gepackt, mehr geht eh nicht. Okay, weil ich habe 15 Stück im Inventar. Dann schmeiß hin. Ja, dann schmeiß ich's mal direkt hier am Lagerfeuer hier hin. Beziehungsweise am Topf halt. Ja. Oder packst du den Topf rein? In den Topf rein? Ja. Da kannst du Brennstoff hinzufügen und dann aus daran. Ja, aber 15 Stück kriege ich ja gar nicht rein. Warte mal, wie war das wieder? Ach ja, genau. Also mit Shift, das mal als Information vielleicht auch, könnt ihr jeweils hergehen und die Anzahl der Items oder des Stoffs, was ihr in eurem Rucksack habt, dann teilen. Wenn ihr Shift gedrückt haltet und dann linke Maustaste, jetzt mal gucken, wie viel da reingeht. 8 Stück auch. Okay. Also dann habe ich noch 7 Stück im Inventar jetzt. Die lege ich dann hier mal ab. Ja. Gut. Eisenerz habe ich noch 18 Mal. Soll ich das irgendwo reinschmeißen zum Einschmelzen? Ich habe gerade noch einen Dings dabei, einen Feuerstein. Ich bräuchte noch einen für die neue Säge. Nee. Hab ich, glaube ich. Warte. So, Charakter wollte ich euch zeigen. Hier. Da schauen wir uns mal an. So schaut der gute Mann von vorne aus. Hier hinten sind 5 drin. Brauch mal einen. Vor allem auch ein stylisches Tattoo. Das von den Haaren irgendwie verdeckt ist. Also da habe ich nicht so viel mitgedacht beim Erstellen. Täuscht es oder wird schon wieder dunkel? Nee, bewölkt. Bewölkt ist es. Ach ja, genau, das kann man vielleicht mal dazu sagen. Wir haben an den Server-Einstellungen ein kleines bisschen noch was verändert. Cheater! Gesundheit, Anfo. Gesundheit. Du bist, mein Lieber. Also wir haben vor allem haben wir den Tag-Nacht-Zyklus verändert. Das heißt, auf eine Spielstunde um es einfach ein bisschen voranzutreiben, was so die Geschichten mit Landwirtschaft auch betrifft, etc. Beziehungsweise auch, wenn wir dann soweit sind, Tiere zu züchten, dass das ein bisschen schneller geht. So, ich habe schon wieder was ganz Wichtiges vergessen, was man immer in der Aufnahme tun sollte. Nämlich sein Handy lautlos stellen. Sollte man tun. Jo. Was auch den dusseligen Bierdeckel-Klingelton. So ist es. Ist gerade eben passiert, ist lautlos. Dann haben wir zum Zweiten die Tieranzahl noch weiter nach oben geschraubt. Das heißt jetzt auf 100. Von vorher 60. Wo es aber so war, dass wir da wirklich kaum Tiere gesehen haben. Jetzt findet man zumindest auch mal ein Tier. Oder auch mal zwei. Nämlich wenn sie dann hier am Nerven sind und ständig am Rumblögen wie diese Elche. Oh, das war so nervtötend. Das war richtig nervig. Ja, also wer glaubt, dass, keine Ahnung, Zombies bei DayZ nervig sind, ihr habt die Elche bei Life is Futile noch nicht erlebt. Das stimmt. Die sind mal mehr als nur nervig. Gut. Und wir haben das Maximum an Skillpunkten nach oben gesetzt. Nämlich, ja, tatsächlich aufs Maximum.
Das heißt so, dass wir wirklich alle alles skillen können. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Nämlich den, dass wir einfach die Möglichkeit haben, jeder einzelne von uns euch alles zu zeigen. Also nicht, dass wir uns da festlegen auf einen gewissen Bereich, sondern dass wir komplett skillen können. Es kann auch mal sein, dass vielleicht mal in einer Aufnahmesession zum Beispiel der gute Anfo vielleicht mal nicht kann, aus persönlichen Gründen. Kann vorkommen, wir wissen es nicht. Das ist doch Quatsch, ich habe da ja kein Real Life. Achso, stimmt. Ja, dann vielleicht der gute Kevin nicht dabei ist. Oh, der hat auch kein Real Life. Ich nehme selber auf. Verdammt, wir haben ja alle kein Real Life. Das heißt, wir sind immer da. Also was totaler Quatsch. Also... Aber vielleicht stirbt ja mal einer von uns. Ja, aber ich kann genau tagsüber, wo die beiden arbeiten sind, vorbereiten. Genau. Einiges, was ich sonst hätte nicht machen können. Wie beispielsweise die Schmiede vorbereiten, den Kochtopf vorbereiten, hätte ich alles nicht machen können, da ich ja hauptsächlich auf Landwirtschaft gegangen bin am Anfang. Genau, und so haben wir einfach die Möglichkeit, euch mehr zu zeigen, euch schneller auch einen gewissen Fortschritt zu zeigen, dass man einfach mal sieht, was ist in dem Spiel überhaupt möglich. Lass dich mal kurz unterbrechen, Schnitzel. Natürlich, gerne. Das nächste Haus, was ich hier, ich weiß nicht, ob du schon mal geguckt hast, Kevin, auf 5, 6 kommt das nächste Haus. Ich habe schon mal angefangen im Umkreis. Was für eins? Naja, was du halt bauen willst als nächstes. Also entweder bauen wir jetzt uns drei so eine kleine Hütten insgesamt, also noch zwei. Naja. Na gut, das erste Haus gehört ja dir, also von mir aus können wir jetzt auch größere bauen. Stimmt, Kevin hat ja schon eins. Der braucht ja jetzt keins mehr. Das war bloß um zu skillen, Junge. Ja, ich würde das kleine Holzhaus bauen. Na, das große wollen wir doch dann eh abreißen nach einer Zeit. Das große? Das kleine, vorne. Die kleine Hütte, ja. Also genau, das vielleicht auch mal für den Zuschauer. Wir werden es so machen, dass wir diesen vorderen Bereich, der hier zugegebenermaßen natürlich noch recht unstrukturiert ist, ab einem gewissen Zeitpunkt dann, das heißt nämlich, wenn wir mehr bauen können, und auch planiert ist, das heißt, in diesem hinteren Bereich, in dem ich gerade hingucke, beziehungsweise wo die beiden auch gerade sind, und nach hinten weg, dort werden wir unser Dorf errichten. In diesem Bereich spricht, bedeutet, dass hier alles, was jetzt hier vorne steht, wird früher oder später verschwinden. Das heißt, das werden wir dann wieder abreißen. Das ist jetzt eigentlich nur Mittel zum Zweck. Habe ich richtig so gesagt, oder? Ja. Gut, ansonsten hätte ich was anderes gesagt. Wie immer. Fuchs. Ein Genie, der ja. Schnitzel. Wahnsinn. Na, ein Haus würde hier beispielsweise hinpassen auf die Fläche an, wo ich hier gerade laufe. Ich fange jetzt hier einfach an. Ich planiere jetzt hier erstmal ein Stück. Genau. 5x5. Ja. Also das ist auch der Ausblick so auf die nächsten Folgen, einfach was passiert. Das heißt, wir werden im Off mit Sicherheit weiter planieren, dass wir hier allgemein ebene Flächen zusammenbekommen, dass wir auch während den Folgen dann tatsächlich bauen können. Um euch zu zeigen, was brauche ich für die einzelnen Häuser, was brauche ich für die einzelnen Dinge, wie zum Beispiel einen Stall oder Lager etc. etc. Dass es einfach ein bisschen schneller vorwärts geht, wenn wir das vieles im Off machen. Man braucht auch wahnsinnig viel Material, das heißt, Farmen werden wir auch zum größten Teil, denke ich, im Off machen. Natürlich auch während der Aufnahme, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Aber es ist doch recht langwierig und deshalb haben wir uns dazu entschieden. Ich habe für die beiden Sachen, die jetzt neu sind, beziehungsweise hier ein paar Körbe und den Weg haben wir ja größtenteils zusammen gemacht, habe ich einen kompletten Tag gedauert. Real-Life-Tag, also das dauert echt ewig, ehe man hier was zusammen hat. Also kann man ausrechnen, wenn man jetzt 8 Stunden von mir aus mal rechnet, als Beispiel, indem man da für das bisschen am Farmen ist und Craften ist. Wenn man das mal umrechnet auf eine Folge, die 20 Minuten, haben wir im Übrigen schon wieder fast, 20 Minuten in etwa immer dauert, das sind einfach mal 3 Folgen in der Stunde, dementsprechend 24 Folgen, wo wir nur mit Farmen nonstop beschäftigt werden, nur um das, was jetzt hier steht, überhaupt zu bauen. Ich denke, das würde einfach den Rahmen irgendwo überschreiten bzw. sprengen und würde man möglicherweise einfach auch die Lust dran verlieren. Definitiv. Deshalb eben die Entscheidung, wir machen viele solche Kleinigkeiten, oder die, ja, was heißt Kleinigkeiten? Kleinigkeiten sind sie, sind extrem wichtig, aber die werden wir in den Folgen selbst, in den Aufnahmen immer nur so ein bisschen anschneiden und weitestgehend im Off dann eben machen, durchführen. So, dass ihr dann das Wichtigste seht, das was wirklich interessant ist, dann auch, sprich eben die verschiedenen Bauten etc., alles was man so braucht oder machen kann.
Gut, aber ich denke, 20 Minuten. Machen wir wieder ein Folgenpäuschen, oder? Ja. Jo. In diesem Sinne, ihr wisst, was euch erwartet in den nächsten Folgen. Wir werden noch ein bisschen im Off auf jeden Fall arbeiten. Und sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao. Tschüssi. Tschüssi.